Gegen den FK Pirmasens ließ die Mannschaft des 1. FC Saarbrücken ihre Fans und ihren Trainer gleich zweimal in Folge im Regen stehen. Der sagte sich, vorbei die Zeit, in der er sein Team abschirmte vor jeglicher Kritik. Dirk Lottner sorgte dabei nicht für ein Donnergrollen. Das heißt, er wurde nicht laut, aber er wurde deutlich. Aktion und Reaktion. Wir waren sehr fahrig wieder in der Anfangsphase, haben viele Ballverluste gehabt. Mehr laufen, mehr kämpfen, mehr beißen. Neutrale Bälle sind wir nicht richtig reingegangen. Jetzt müssen wir langsam mal richtig in die Spur finden und zusammenfinden und richtig marschieren auf dem Platz. Muss halt jederzeit in der Lage sein, diese Leidenschaft zu entwickeln, diesen Willen aufzubringen, Spiele gewinnen zu wollen und das von der ersten Sekunde an und nicht erst anfangen, Fußball zu spielen und dann vielleicht, wenn der Gegner aggressiver wird, selber dann ein bisschen Aggressivität mit auf. Das wird nicht funktionieren. Das Ziel ist für mich noch nicht vorbei und es ist ja auch mal geil, aus so einer beschissenen Situation mal rauszukommen. Na denn mal los gegen den FK Pirmasens. Lasst den Worten Taten folgen. Lottner hat Konsequenzen gezogen, auf zwei Positionen Veränderungen vorgenommen. Kehl Gomez und Karl laufen mit ein. Wer draußen sitzen muss und wer aus der Schlage eine Schönwetterlage entwickeln möchte, das sagt Ihnen unser Fußballkachelmann Frank Rundhefer. Und das ganz ohne SCH. Wir brauchen nicht drum rumreden. Das ist heute ein ganz wichtiges Spiel. Die Spieler müssen liefern. Das Team zuletzt wie eine Kuh, die keine Milch gibt. Die angesprochenen Veränderungen haben wir gehört. Noch mal ganz exakt. Jennecke, Kehl Gomez und Karl Rhein, Mendler und Kessel auf der Bank. Und Obernosterer nicht mal im Kader. Und Zoff, den gibt's von außen. Die Saarbrücker Zeitung prognostiziert beim Misserfolg der Klottners Entlassung. Er sei zum Siegen verdammt, das Team konditionell nicht auf der Höhe. Er verstecke sich hinter dem Abgang von Behrens und Schmidt. Oder muss doch die Frage erlaubt sein, wird das einem Trainer gerecht, der letztes Jahr Meister wurde, der die beiden überragenden Spieler ziehen lassen musste, der hier einen seriösen, unaufgeregten und insgesamt sehr erfolgreichen Job macht. Für mich geht das viel zu schnell. Da sitzt die sportliche Leitung mit im Boot. Der Klottner wird sicher nicht alles richtig machen, aber ihm muss Zeit zugestanden werden, um die Situation zu lösen. Das hat er verdient. Punkt. So, jetzt aber rein ins Spiel. Erste Chance, dritte Minute. Der FC mit Jurcher und Holz. Tobias Jennecke und Reitz. Guten Tag, der FC ist da, will durch die Vordertür rein in dieses Spiel. Tobias Jennecke mit der linken Wuchtbrumme und bei Reitz scheppert's schon mal in den Handgelenken. Sofort hat Lottners Truppe Spielkontrolle. Eckball, Kehl Gomez, dann Mandy irgendwie und Marcel Karl einen Lufthauch an der Führung vorbei. Also deutlich zu spüren, die Karre ist aufgebockt, jetzt müssen noch ein paar PS reingebaut werden. Und dann wird es nicht lange dauern, bis hier das 1-0 fällt. Saarbrücken dominant und Lottner scheint den richtigen Ton getroffen zu haben. Die Fans warten aufs hohe C, sprich den ersten Treffer. Dann Zellner. Karl bietet sich an und Müller geht. Das ist ambitioniert. Müller, Eisele, da ist es ja, das 1-0, 19. Minute, Fabian Eisele, erster Treffer des Neuzugangs. Der ist erst seit 8 Tagen beim FC, schon letzte Woche ein Tor in Balingen, das wurde zu Unrecht aberkannt, heute kein Zweifel. Nach einem knackigen, schnellen, zielstrebigen Angriff, 3 Stationen, Karl Müller, Eisele. Alles eine Nummer zu flott für den FKP, die Führung verdient. Und da ist er doch, der Knipser, der gefehlt hat. Und der heißt Eisele. Kühl vor der Kiste, 1-0. Danke, bitte, weiter geht's. Und klar, ihm wird's gut tun. In der Seele und im Herz nach dem, ja, zum Teil heftigen Angriff auf ihn. Dann Marco Kehl Gomez, wieder Müller, ballsicher und antrittsschnell. Mensch, es geht doch. Und dann Marcel Karl, der macht aus diesem krummen Ball das Beste. Benjamin Reitz im FKP-Tor muss die Katze mimen. Ja, das ist schön aus Sicht des FC, wenn wieder Stürmer mitmachen. Das Lazarett lichtet sich, tolle Vorarbeit von Müller. So macht's Spaß, Saarbrücken. Das Spiel, ja, schießt einen nicht gerade aus der Hose, aber es ist sehr ordentlicher Fußball. Dann Holz, kurz vor der Pause, wieder Karl. Laufwege bringen Tiefe ins Spiel und da ist die Möglichkeit. Oh Mann, aber die lässt er liegen. Warum? Warum hat er nicht den Mut, das Ding ganz einfach, schauen Sie mal genau hin, mit der Picke ins kurze Eck zu donnern? Marcel Karl, der hat hier das 2-0 auf dem Fuß, ja.
Wenn überhaupt ein Krümel im Käse gesucht werden soll, dann der, dass die Chancen nicht mit letztem Nachdruck zu Ende gespielt werden. Saarbrücken gegen Pirmasens, der Zug rauscht Richtung Halbzeit. Der FC sitzt im Führerhaus, die Gäste, wenn überhaupt, dann so. Achtung, Freier. Die blau-schwarze Defensive wirkt alle Pirmasenser Bemühungen frühzeitig ab. Die Gäste blass, weil ohne jede Entfaltungsmöglichkeit. Knappe, aber verdiente 1-0-Führung. Der Glottner wird sein Team vor allem für den Einsatzwillen loben. Und gleich zwei Stürmer auf dem Platz. Das ist ja schon fast überbordender Luxus im Vergleich zu den Verletzungswochen der letzten Zeit. Zweite Hälfte. Zeitz, der sollte eigentlich gestern Vater werden. Das Baby wartet aber noch. Will wohl mit einem Sieg über Pirmasens auf die Welt kommen. Denn Müller, ja, der macht heute vieles richtig. Jennecke. Und der will mit Eisele. Osee! In akuter Not rettet er verhindert den zweiten Treffer von Fabian Eisele. Die FKP-Abwehr wirkt überfordert, in manchen Szenen gar naiv. 49. Minute und wir springen 10 Minuten nach vorne. Kel Gomez mit der Ecke. Und Eisele 2-0! Doppelknipser-Pack von Fabian Eisele per Fuß, jetzt per Kopf. Und jetzt weht hier der Wind der Erleichterung durch das Hermann-Neuberger-Stadion. Nur 2600 Zuschauer. Ein bisschen mehr Unterstützung wäre schön in einer Phase, in der es mal gerade nicht so hundertprozentig läuft. Und schauen Sie, wie sich Eisele gegen Grünnagel durchsetzt. Der hat Bock auf Tore, Lust auf Treffen. 59. Minute 2-0. Und Fabian Eisel, der macht zumindest vor dem Tor den Unterschied. Der Coach weiß, normalerweise geht hier heute nichts mehr schief. Sein Team schaltet ein bisschen zurück, bleibt ab und an gefährlich. Nochmal Eisele. Und das ist sein letzter Torschuss für den heutigen Samstag. Dann ist Feierabend, er darf raus. Aufgabe erfüllt, Schicht beendet. Ja, zwei Stürmertore an einem Tag. Die FC-Fans werden verwöhnt. Was willst du da eigentlich noch mehr? Die Gäste bekommen im zweiten Abschnitt ein wenig mehr Raum. Dann tragen mal den ein oder anderen Angriffsversuch nach vorne. Der eingewechselte Luca Eichhorn, da ist er. Der FC blockt das locker weg. Der Aufsteiger hat es mächtig schwer mit Saarbrücken heute. Und der Vorjahresmeister will in der Schlussphase dann doch nochmal, Mandy. Und Achtung, der leitet sich hier jetzt über Umwege selbst ein. Und holt einen Eckball raus für sein Team. Und den bringt dann der eingewechselte Markus Mendler. Und dann darf Steven Zellner nicht ganz so satt getroffen. Reiz da, es bleibt bei einem 2-0-Sieg für Saarbrücken heute in Völklingen. Und der ist völlig in Ordnung, dieser Sieg. Vielleicht hätte Lottners Mannschaft noch ein oder zwei Treffer mehr erzielen können, sei es drum. Die Tugenden waren da. Das ist dieser berühmte Schritt in die richtige Richtung. Naja, und die Fans, die sind mega froh mit dem neuen Doppelknipser. Persönlich ein guter Start hier. Heimspielpremiere, Torpremiere für Saarbrücken. Ja, für heute bin ich zufrieden. Zuerst mal haben wir wieder gewonnen, was auf jeden Fall wichtig ist nach zwei Niederlagen. Auch so vom spielerischen, kämpferischen her haben wir das an den Tag gelegt, was wir uns vorgenommen haben. Und dementsprechend können wir heute zufrieden sein, aber nächste Woche sollten wir gut tun, wenn wir nachlegen. Es ist auch sein Erfolg. Der Glottner. Achtung, und die sachliche Analyse zur Leistung seiner Mannschaft. So wie sie die Situation jetzt gemeistert haben, Respekt vor der Leistung heute. Ich denke, das Allerwichtigste war wirklich von der ersten Sekunde auch nach außen die richtigen Signale zu senden, dass wir die Fans wieder auf unsere Seite bekommen. Das haben sie heute gemacht und dementsprechend war die Stimmung auch positiv. Und ja, das Ergebnis hat natürlich dann am Ende dazu beigetragen, dass es für uns heute ein erfolgreicher Tag wurde. Der Coach und der heutige Auftritt, eine starke Reaktion auf die mächtig überzogene Zeitungsprognose Entlassung. Im Grunde genommen sage ich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es geht nie um mich. Es geht nie um mich. Es geht immer darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und du musst halt ein Stück weit deine Linie auch fortführen, auch wenn immer wieder von außen irgendwelche Dinge hineingetragen werden. Alles, was dann immer wieder in den Zeitungen steht, ich glaube, da hat die Mannschaft heute die richtige Antwort gegeben.
Und eine weitere Erkenntnis. Der gesuchte Knipser scheint mit Fabian Eisele gefunden. Trainer und Team liefern. Ja, das war Schritt 1. Saarbrücken kann den heutigen Erfolg kommenden Sonntag in Offenbach dann aber mal sowas von vergolden. Denn nicht vergessen, Meister werden wollen sie immer noch. So schnell wechseln Wetter und Stimmungen im Fußballgeschehen. Nun zur Gesamtwetterlage, sprich dem Überblick über das Geschehen im Regionalliga Südwesten. FSV Frankfurt gegen Wormatia Worms 2:1, Hessen 3 Aich gegen den FC Homburg, das haben Sie gesehen. Hoffenheim 2 gegen Elversberg, das kennen Sie auch bereits. Ulm gegen Waldorf 1:0, Mainz 05 die zweite gegen den VfB Stuttgart die zweite, die meisten Tore mit dem 2:3. Steinbach-Haiger gegen Waldhofen Mannheim, auch da waren Sie dabei beim 1:3. Stadtallendorf gegen Balingen 1:1 und Saarbrückens 2:0 Sieg über den FK Pirmasens. Freiburg 2 ist am Dienstag dran gegen Kickers Offenbach, den nächsten Gegner des ersten FC Saarbrücken. Und damit auch ein Blick auf die Tabelle. Wir haben Waldhof Mannheim an der Spitze, immer noch 5 Punkte Vorsprung. Jetzt vor Ulm, Homburg zurückgefallen auf den 3. Tabellenplatz. Steinbach-Haiger folgt mit einem Zähler Abstand. Dann der erste FC Saarbrücken auf Platz 5. Es geht runter in der Tabelle. Und wir finden die SV Elversberg auf Rang 16 wieder, ein Stückchen weit weg mit 8 Zählern. Aber Stadtallendorf hat eben die gleiche Punktzahl und die bessere Tordifferenz. Waldorf steht schlechter da und auch der Sieger des heutigen Tages, Hessen 3 Aich, am Ende jetzt mit 4 Zählern.